Hallo Leute, hier wieder Cosimo und heute zeige ich euch mal einen ganz besonderen Mod, der mir persönlich gut gefällt und dem viele Architekten und Hausbauer gefällt. Ich habe jetzt mal irgendwas zusammengebastelt und ja, was seht ihr hier? Möbel, ja, ganz genau Leute. Es ist soweit, in Minecraft gibt es Möbel. Ja, das ist nicht nur eine billige Version von irgendwelchen Sachen, sondern ich möchte mich hinsetzen und der setzt sich auch hier hin, ja. Also, das ist doch genial, Leute, oder? Gibt's doch mal zu. Hier könnt ihr gemütlich euer Essbereich. Hier oben habt ihr verschiedene Sachen, was ihr da lagern könnt. Hier auch, da habt ihr einen Freezer, da könnt ihr hier Sachen kochen. Ein Gefrierfach, eine Waschmaschine, ein Waschbecken und ein Sofa, ja, ein Sofa. So hinglotzen und die Fernseher, die Glotze anmachen. Geht nicht, aber naja. Hier haben wir noch einen Schrank. Da haben wir noch einen Schrank. Da. Aufstehen, Leute. Dann geht's hier. Dann. Boah, ich muss kacken, ey. Okay, kein Problem. Oh, tat das gut. Jetzt erstmal duschen. Oder baden. Ach ja. Hände waschen. Und fertig. Nein, Spaß, Leute. Das ist der Möbelmod, ja. So kann ich ihn nennen, so möchte ich ihn nennen, so nenne ich ihn. Hier nochmal mit Schornstein. Also, das ist doch genial, Leute. Genial. So, ich werde euch dann zeigen jetzt, wie das ganze Crafting funktioniert. Und zwar, also es gibt so viele Sachen hier. Also, das ist unglaublich. Ich werde mal so diese Ecken hier. Also im Prinzip wird das ja immer das gleiche sein. Ihr habt jetzt einen Sofa-Part Corner, also Ecke. Ein Sofa-Part, nochmal Ecke und nochmal eine Ecke. So. Wie ihr das Ganze craftet, zeige ich euch nun. Dann, dafür muss ich nochmal ein Inventar leeren. Und eine Werkbank rausholen. So. Dann Sticky Stücke. Habe ich Wolle. Habe ich Holz habe ich, ja. So. Es gibt natürlich auch noch einen Armchair. Das ist dann dieser hier. Und wie ihr den craftet, zeige ich euch nun. Ihr braucht mal eine Workbench. So. Für diesen Armchair, für diesen Sessel mit Lehne, benötigt ihr folgendes Crafting-Rezept. Ihr habt hier oben, hier ein Stick, da ein Stick. Hier Wolle und Bams. Das geht natürlich nach verschiedenen Wollarten. In grün, in schwarz, in rot, in, ja, in diesen Farben halt noch. Und ja, so. Dann basteln wir mal einen Korb. Es gibt Körbe für eure Tiere. So nenne ich es mal. So. Da ist ein Korb, da ist ein Korb, da ist ein Korb und da ist ein Korb. Ja. Für eure Liebsten könnt ihr das Ganze craften. Und wie das funktioniert, zeige ich euch nun. Ihr braucht hier Holz und dort eine Wolle. Wie in den Farben, die ich euch da präsentiert habe. In Blau, in Grün, in Schwarz und in Rot. So. Danach. Jetzt kommt der Bathroom Cupboard. Ja. Wie ihr das craftet, dafür braucht ihr diese hier. Dafür gibt es irgendwas Neues. Wo sind sie? Da gibt es so spezielle neue Sachen. Da muss ich mal kurz gucken. Tut mir leid. Ja, Keramikpanel. Mit diesem Keramikpanel. So, für ein Bathroom Cupboard. Also, dieses hier. Moment. Wo ist es denn jetzt? So, hier. Da ist es. Für ein Bathroom Cupboard braucht ihr folgendes Rezept. Ihr habt hier außenrum Keramik. Ach. Ich brauche noch mehr Keramik. So.
So, und noch Eisen. Eisen. So, jetzt aber. Jetzt brauchen wir. Bams, 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 bams. So, Leute, und hier ein Eisen und dann haben wir das Cupboard, ja. So, das Waschbecken. Das craftet ihr folgendermaßen. So und so. Und schon habt ihr euer Bathroom-Sink. Der sieht dann so aus. So sieht der Bathroom-Sink aus. Ja, so. So sieht das Ganze aus. So, als nächstes kommt die Badewanne. Für die Badewanne brauchen wir Eisenblöcke. Ja, das ist dann schon recht teuer. Aber naja, was soll's. So. Unter eure Badewanne ist gecraftet. Und ihr könnt in Ruhe baden gehen, ohne dass sich einer stört. Dann gibt es den Blazehard. Das geht. So, das geht mit Wolle, aber das ist relativ unwichtig. Den Chair. Wie macht man einen Chair? Ja, wie man einen Chair macht, ganz einfach. Hier zwei Stickies und ihr habt einen Stuhl, auf den ihr euch bequem draufsetzen könnt mit Polster. Natürlich nicht, aber egal. So, schon habt ihr auch einen Stuhl für eure Küche. So, dann gibt es noch einen schicken Head. Der ist aber auch uninteressant, sorry. So, den Schornstein. Dafür brauchen wir Lehm und Ziegel, ja. Ziegel. Und jetzt machen wir folgendes Rezept. Hier oben. Da und da machen wir Ziegel rein und hier Lehm. Und schon ist der Schornstein vollbracht. Und es kommt genüglich Rauch dort raus. So. Dann gibt es eine Clockbase. Also eine Uhr. Die macht ihr so. So, dann habt ihr den unteren Teil. So. Und den oberen Teil macht ihr hier. Macht ihr so. So, 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 so. Und so, so kommt die Clock Mittel raus. Wo ist es? Keine Ahnung, wie man es jetzt zusammen nennt. Tut mir leid, Leute. Wie ihr das Ende nochmal macht, das zeige ich euch nochmal so. Ihr braucht die Uhr. So, craftet nun folgendes Rezept. So habt ihr eure Clock Ende, so, hä? Naja, was soll's, ihr wisst, was ich meine, ja. So könnt ihr euch halt gemütlich eure Uhr machen und könnt gucken, wie viel Uhr wir draußen haben. So, dann gibt es einen simplen Coffee Table. Dafür brauchen wir Glas und zwar dieses hier und Eisen. Ja, das geht dann, funktioniert dann so. So wird dieser Kaffeetisch gecraftet, der dann wiederum so aussieht. Hoch, so habt ihr einen Kaffeetisch, mit dem ihr euch dann gemütlich einen Kaffee machen könnt. Ein Ofen, ja, nicht ein Ofen, sondern doch ein, nee, ein Herd. Ein Herd macht ihr folgendermaßen. Ihr packt einen Herd in die Mitte rein, tut außenrum Eisen und schon habt ihr euren Kuka. Und ja, da kann das Kochen auch schon beginnen. So, eine Crafting Site, unnötig. Creeper Head, Dishwasher. Ja, das ist dann wohl der Geschirrspüler, Knopf. Ja, ich zeig euch nur einfach mal die wichtigsten, ob jetzt irgendwelche neuen Köpfe interessiert hier wirklich keinen. Es geht um die Möbel, nicht um die Köpfe. So, hier ein, da zwei Knöpfe, hier unten Eisen. Ne, hier, sorry. So, und euer Dishwasher, den ihr benutzen könnt. Den Freezer, ja, den benutzt ihr folgendermaßen. Ihr braucht einen Schneeblock. So, einen Schneeblock habt ihr jetzt hier eingepackt. Tut außenrum ganz einfach Eisen und habt euren Freezer. Den Fridge weiß ich gerade nicht, da ist irgendwo ein Teil in der Mitte.
Und ja, wie ihr Keramik bekommt, das zeige ich euch jetzt. Also als erstes braucht ihr Lehm. Lehm, ja, Lehm habt ihr jetzt hier. Aus diesem Lehm, sorry, so. Aus diesem Lehm macht ihr jetzt so eine Reihe. Und dann habt ihr ein Keramikpanel und ja, dieses brennt ihr einfach im Ofen und dann habt ihr eure Keramikpanel fertig. So, jetzt weiß ich auch schon, wie man den anderen macht, wie man den Kühlschrank macht. Ihr braucht eine Fackel. So, ihr habt eine Fackel jetzt. Jetzt kommt außen rum so und eine Fackel in die Mitte und dann habt ihr euren Lightblub. Ja, diesen Lightblub tut ihr dann in die Mitte. Außen rum Eisen. Und euer Fridge ist fertig. Jetzt habt ihr einen vollständigen Kühlschrank. Ja. Und so. Dann. Den Waschmaschinen-Drum. Kitchen Cup. Ja. Das Sideboard für eure Traumküche. Craftet ihr euch so. Jetzt habt ihr euer Kitchen Cupboard für unten. Und das Ganze für oben macht ihr mit Druckplatten. So, ja. Druckplatten hier rein. Dort ein Eisenbarren. Hier unten Holz. Und es funktioniert nicht. Ja, wieso funktioniert das jetzt nicht? Ach so, ja, ganz genau. Ich weiß, warum es nicht funktioniert. Ihr braucht, sorry Leute, sorry, ihr braucht erst Half Steps. So, ja, ihr macht diese Halbstufen. Die macht ihr jetzt einfach hier rein. Habt Kitchen Sides, ja. Mit diesen Kitchen Sides macht ihr euch dann die Dinger. Sorry. Hier ein Eisenblock. Hoch. Und hier unten dran. So. Und ihr habt eure Kitchen Cupboard für unten. Ja, dann den Wasserhahn, also das Waschbecken, ja, das macht ihr dann so. Und hier unten oder hier oben ein Eisenblock und euer Kitchen Sink, euer Spülbecken ist fertig. So, was kann man noch Wichtiges nehmen? Ein Radio, ein Ofenblock, Rubbish-Bin. Ja, doch, Mülleimer ist schon interessant. Eimer. So, jetzt haben wir einen Eimer. Jetzt haben wir, also, wir brauchen erst diesen Lava-Dingens in die Mitte. Und euer Mülleimer ist fertig, den ihr dann benutzen könnt. Und ja, dann hoffentlich weg ist. Ja. So, jetzt zeige ich euch noch, wie ihr eure bunten Sachen hier hinten craften könnt, ja. Diese bunten Sofaecken, das ist ja wohl dann noch mit das Wichtigste. Ihr bringt einfach diese Wolle hier in diese Reihenfolge. Und ich habe keine Sticks mehr. Beziehungsweise Stöcke. Stock. So. Für das rechte Teil. Also für die rechte Lehne benötigt ihr hier unten zwei Stöcke und dort jeweils Wolle. Ja, das Ganze geht wieder in Grün, Schwarz und in Rot. Wie ihr das auf der anderen Seite macht, funktioniert so. Ihr benutzt hier ein Stück Wolle, unten rechts so. Und hier oben wiederum Stöcke und das Ganze geht wieder in den folgenden Farben. Das Mittelteil geht so. Ihr habt hier unten jeweils zwei Stöcke wieder mal und tut sie einfach wieder Wolle und habt wieder dieses Mittelteil. Das geht wieder in Grün, Schwarz und in Rot. So, dann. Achso, das erste Rezept, tut mir leid, war ein Sofa-Part Left. Oder? Nee, ich meinte das allererste, das war ein Sofa-Part Ecke. Tut mir leid, Sofa-Part für die andere Seite. Das funktioniert so, also dieses mit der Ecke nur. Das geht einfach so. Ihr habt wiederum das hier. Das ist einfach nur das gleiche auf der anderen Seite halt nur. Und schon ist die andere Ecke fertig.
Das geht wieder in den Farben und ja. Ein Tisch könnt ihr auch noch machen. Diesen craftet ihr euch so. Hier, dann das, das, das. Und euer Tisch ist gecraftet. Table Lamp, ja, da gibt es noch viele verschiedene Sachen. Das Klo möchte ich euch noch zeigen. Das ist auch einer meiner Favoriten, ja, ganz klar. Und so, da habt ihr Eisenbahn und euer Klo ist gecraftet. Dann gibt es noch eine Waschmaschine. Und viele andere Sachen, die ich euch nicht alle zeigen konnte. Ja, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Mod. Abonniert mich für mehr. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Euer Cosimo. Und wie die Installation geht, zeige ich euch dann gleich im Anschluss. Also bis dann. Tschüss, Leute. Ja, da bin ich wieder, Leute. Hier wieder eine Runde Minecraft. Ja, vorher war gerade ein Error. So, wie das Ganze installiert, ihr drückt hier auf diesen Download-Link auf der Seite. Überspringt diese Werbung, wie jedes Mal in jedem Video. Mittlerweile ist das ja schon klar. Klickt auf Werbung überspringen. Ladet euch das Ganze herunter. Mann, ladet euch das Ganze herunter. Öffnet hier Prozent, App-Data, Prozent, Minecraft. Mods, zieht diesen Mod einfach hier rein und das Ganze installiert. Tut mir leid für die kurze Erklärung, aber ich bin total müde und ich möchte euch noch unbedingt diesen Mod vorstellen. Ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Mod. Wie gesagt, abonniert mich für mehr. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ein schönes Wochenende noch und tschüss.